David, was bedeutet denn diese Aussage jetzt? Was bedeutet es für Bundeskanzler Karl Nehammer, dass er sich jetzt entschieden hat, die Vertrauensfrage zu stellen? Was kann man da schon ein bisschen daraus ableiten, wie die ÖVP dieses Wahlergebnis, was nicht gerade erfreulich für sie war, aufgenommen hat? Ja, schönen Vormittag. Es stellen sich hier zwei Fragen. Ist das zunächst einmal nur eine Proforma-Frage, um quasi sich bestätigen zu lassen, oder geht es dem Bundeskanzler wirklich darum, hier die Vertrauensfrage zu stellen? Er war ja bei den Wahlfeierlichkeiten nur sehr kurz zugegen, ist hier durch das Zelt gegangen, hat Hände geschüttelt, hat auch ein, zwei Gläser getrunken mit den Funktionären. Danach ist es aber mit dem Lift raufgegangen und man hat sich hier mit den Parteifunktionären auch dementsprechend unterhalten. Ja, vor einer Woche, da war die Welt noch eine andere, da wurde an die Funktionäre noch das verteilt, ein Heftel, Kickl kann's nicht, wurde hier gesagt, also auch die FPÖ, die könne es hier nicht. Auf der anderen Seite Andreas Babler, der kann's nicht. Jetzt ist die ÖVP allerdings in der Situation, dass sie mit einem der beiden, wenn sie in einer Regierung wird, irgendwie können muss, denn die ÖVP ist so etwas wie das Zünglein an der Waage, ohne sie wird es nicht gehen, aber ohne eine andere Partei, sprich ohne SPÖ und FPÖ auch nicht wirklich. Und da wird sich die spannende Frage herauskristallisieren, welche das ist. So wie auch gestern die Frage natürlich, wem gehört der oder wer, welche Personen gehören dem Parteivorstand an. Gestern waren wir bei der SPÖ, heute bei der ÖVP. Neben dem Bundeskanzler selbst sind das seine bis zu vier Stellvertreter, dann der Generalsekretär, das ist bekanntlich Christian Stocker, dann der Bundesfinanzreferent, dann haben wir die Landesparteiobleute und da ist auch ganz spannend, vor allem jene aus Vorarlberg und aus der Steiermark, die die Landeshauptmänner sind in ihren Bundesländern, nämlich Drexler und Wallner. Die haben ja noch Landtagswahlen zu schlagen. Auch die haben natürlich ein gewichtiges Wort mitzureden. Dann haben wir noch die Obleute der diversen Teilorganisationen, also ÖRB, Bauernbund etc. Und dann noch Clubobmann Wöginger und das ranghöchste Mitglied der Bundesregierung ist dabei auch vertreten. So, in den letzten Augenblicken wurden hier schon die Absperrbänder aufgebaut. Das heißt, möglicherweise kommt der ein oder andere doch auch ein bisschen früher. Wir sind gespannt auf den heutigen Tag, wie es zugeht, was besprochen wird und ob heute auch ein Sondierungsteam, wie bereits von der FPÖ bestätigt oder von der SPÖ bestätigt, hier und heute bekannt gegeben wird. Es wird spannend. Zunächst stellt der Bundeskanzler aber in den Gremien die Vertrauensfrage. Jetzt hat sich die ÖVP direkt nach der Wahl sehr einheitlich hinter Bundeskanzler Karl Nehammer gestellt. Ich selbst habe einige Gespräche mit Christian Stocker vor der Kamera geführt, wo er immer wieder gesagt hat, es steht keine Diskussion über den Parteiobmann an. Bundeskanzler Karl Nehammer soll weiterhin der Parteichef für die ÖVP bleiben. Jetzt meine Frage an dich, David. Würde es überhaupt eine Alternative geben innerhalb der ÖVP? Wer könnte denn rasch und unkompliziert an die Stelle von Bundeskanzler Karl Nehammer vordrücken? Immer wieder ist er da in der Vergangenheit unter anderem Magnus Brunner gefallen. Der geht jetzt aber als EU-Kommissar nach Brüssel und dürfte wahrscheinlich eher weniger Interesse haben, die ÖVP in dieser Situation zu übernehmen. Ein anderer Name war da auch immer wieder Caroline Edtstadler, der gefallen sein könnte als mögliche Nachfolgerin von Bundeskanzler Karl Nehammer. Also welche Optionen hätte denn die ÖVP, wenn sie heute Bundeskanzler Karl Nehammer nicht das Vertrauen ausspricht? Ja, eigentlich wahrscheinlich gar keine, denn der Kommissar geht um, der Kommissar geht weg. Magnus Brunner, der wird nach Brüssel wechseln, der war vielleicht einer jener, der auch sehr gut mit allen Parteien konnte, auch ob seiner ruhigen, freundlichen Art, aber der wird nicht mehr greifbar sein. Vielleicht Caroline Edtstadler, die war aber am Wahlabend gar nicht zugegen, die war, wie man gehört hat, in Salzburg wahlkämpfend unterwegs, da gab es auch unterschiedliche Interpretationen, warum sie dennoch nicht dem Wahlzelt einen Besuch abgestattet hat. Das heißt, die Alternativen, die sind rar, ähnlich wie bei der SPÖ, wo man ja keine Debatte auch haben möchte. Und deshalb gehe ich eher davon aus, hier Nehammer bestätigt werden. Und man wird eher hier auch versuchen, mal auszuloten, welche Taktik man wählen wird. Denn die ÖVP ist trotz dieser Rekordniederlage dennoch in der glücklichen Situation, dass sie hier eigentlich viele Zügel in der Hand hat, was Gespräche betrifft. Da
sie höchstwahrscheinlich den Bundeskanzler stellen möchte. Aber ob das tatsächlich der Fall ist, das ist noch unklar. Viele, viele Fragen hier rund um die ÖVP-Parteizentrale, wo nach wie vor gehämmert und gebohrt wird. Auch die M48 ist hier. Also es ist immer reger Betrieb, es ist viel los, es ist immer laut. Und heute auf alle Fälle eine lange Sitzung bei der Volkspartei hier in der Zentrale in der Lichtenfelsgasse. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja, also da hinten, da wird schon einiges hinter dir rausgefahren aus der ÖVP-Zentrale. Es dürfte sich allerdings nicht um Umzugskartons handeln. So schnell wird es nicht der Fall sein, dass Karl Nehammer tatsächlich geht. Wie wahrscheinlich ist denn jetzt überhaupt die Situation gerade, dass Bundeskanzler Karl Nehammer nicht das Vertrauen ausgesprochen bekommt? Du hast gerade sehr gut analysiert, dass die ÖVP aktuell eher weniger Möglichkeiten hätte, einen passenden Ersatz zu finden. Glaubst du überhaupt, dass der Bundesvorstand ihm das Vertrauen entziehen wird? Ich meine, so manch ein Landeshauptmann, Stichwort jetzt zum Beispiel Christopher Drexler, der leidet natürlich immens unter diesem Ergebnis. Der wird sich schwer tun, die Wahl in der Steiermark in wenigen Wochen schlagen zu können. Wie sieht denn da die Stimmung deiner Ansicht nach aus? Ich habe jetzt die Frage nicht gut verstanden, weil jetzt ist auch gerade die Rettung und die MA48 verrichtet natürlich auch ihren Dienst. Es gibt wenig Einigkeit, da hier ganz unterschiedliche Dinge auch verlautbart werden und unterschiedliche Wünsche auch immer wieder offenbart werden. Von den aktuellen Regierungsmitgliedern wollte sich ja niemand wirklich äußern, welche Variante man jetzt präferiert. Aber ehemalige Schwergewichte innerhalb der ÖVP haben sich hier ganz unterschiedlich positioniert. Erwin Bröll, der auch hier bei den Wahlfeierlichkeiten war, der hat gesagt, er selber konnte mit Babler in seiner Zeit als niederösterreichischer Landeshauptmann nicht so gut. Der gilt aber immer als jemand, der sich als Großkoalitionär ausspricht, sprich gemeinsam mit der SPÖ. Aktuell hätte man allerdings nur die geringstmögliche Mandatsmehrheit, nämlich 92, sollte es zu seiner Regierungskonstellation kommen, also einer großen Konstellation kommen, irgendjemand krankheitsbedingt fehlen, einen stärkeren Schnupfen haben, längere Zeit auf der Toilette verbringen bei einer Abstimmung oder anderweitig tätig werden, sprich ein wilder Abgeordneter sein, dann wäre diese Mehrheit verlustig. Das wäre ein großes Risiko. Dieses Risiko wird man natürlich nicht eingehen. Alternativ mit einer dritten Partei, sprich mit den Neos oder auch mit den Grünen, da wäre die Mandats sitze auch schon im dreistelligen Bereich. Es gibt aber auch jene innerhalb der ÖVP und Größen vergangener Tage, die sagen, mit der FPÖ müsste das gehen. Alt-Landeshauptmann van Staar beispielsweise hat sich dafür ausgesprochen und gegen eine Koalition mit der SPÖ ausgesprochen, hat sich auch Andreas Kohl, der war ja eine Art Baumeister, eine Art Architekt bei der ersten schwarz-blauen Regierung im Jahr 2000. Also viele Wünsche ehemaliger ÖVP-Größen, was die aktuelle ÖVP beschließen wird, das ist noch unklar. Auf alle Fälle spannende Tage hier in der Lichtenfelsgasse. Das Parteivorstand, wir werden das Wahlergebnis analysieren, dann werden wir sehen. Ist Karl Nehammer nach dieser Wahlschlafe umstritten oder bleibt er unumstrittener Parteichef? Er bleibt unumstrittener Parteichef und das war vorher so und das wird auch nach dem Vorstand so sein. Wird heute schon eine Sondierungsteamrunde geben? Werden wir wissen, welche Richtung die ÖVP verhandeln will oder wird sie heute noch alles offen lassen? Jetzt ist einmal der Bundespräsident am Zug und dann werden wir weitersehen. Jedenfalls zu 100% auch mein Vertrauen. Und ansonsten würde ich sagen, ist der Bundespräsident jetzt am Zug. Wie sieht es mit dem Koalitionssondierungsverhandlungsteam aus? Die SPÖ hat gestern schon eins präsentiert. Werden Sie da auch präsentieren? Wir werden das diskutieren, aber wie gesagt, jetzt ist einmal der Bundespräsident am Zug, dass dort einmal auch die Gespräche ins Laufen kommen. Und ansonsten werden wir uns hinter Karl Nehammer natürlich auch stellen. Was ist mit dem ersten Nationalratspräsidenten? Die Grünen sagen gar kein Automatismus mehr. Also prinzipiell halte ich schon viel davon, dass die Usancen nie eingehalten werden. Es ist aber natürlich auch eine Frage, um welche Person es sich handelt. Aber wir sind gut gefahren in den letzten Jahrzehnten dadurch, dass immer auch jene Fraktion den Präsidenten stellt, die auch die meisten Stimmen erhalten hat. Aber das heißt, Herbert Kickl kann aus Ihrer Sicht auch nicht erster Nationalratspräsident werden. Zu Herbert Kickl haben wir immer unsere Meinung kundgetan, dass wir mit ihm auch keine Regierung bilden werden. Da, glaube ich, ist alles gesagt. Der Bundeskanzler und Bundesparteiobmann hat unser, mein volles Vertrauen. Wir werden heute darüber reden, warum das Wahlergebnis so ist, wie es ist. Wir haben keine Freude darüber und natürlich dann auch über alles, was danach kommt. Welche Koalitionsvariante wird es? Die ÖVP ist eine Partei, die immer regieren will, weil wir glauben, dass wir
gute Ideen und ein gutes Programm für Österreich haben, aber der Ball liegt jetzt eindeutig bei anderen. Harald Mahr hat gerade gesagt, es geht nicht darum, um jeden Preis zu regieren. Es muss eine Zukunftskoalition geben, die auch den Menschen und der Wirtschaft wieder Freiräume einräumt. Haben Sie eine Idee, mit welchen Partnern sich so eine Zukunftskoalition ausgehen soll? So, was auf jeden Fall stimmt, ist, die Lage in ganz Europa, aber auch in Österreich ist herausfordernd, wenn ich an die Wirtschaftsentwicklung denke. Daher braucht es klare Programme, aber wie gesagt, es muss einen Regierungsbildungsauftrag durch den Herrn Bundespräsidenten geben. Und es gibt ja in Österreich gewisse Traditionen, wer denn dann auch erhält zunächst. Sollen diese Traditionen beibehalten werden eigentlich? Es ist der demokratische Usus in unserer Republik und sehe nicht, warum er abgeändert werden sollte. Ihre Kollegen Christopher Drexler aus der Steiermark und Mathieu Thome aus Tirol sagen schon, Sie wollen lieber mit der SPÖ gemeinsam eine Koalition. Wie sehen Sie das? Also ich sehe es so, dass bevor nicht ein Regierungsbildungsauftrag erteilt ist, wir oder ich mich zumindest nicht an Spekulationen beteilige. Aber klar ist, wir haben inhaltliche Vorstellungen und wir haben ja auch vor der Wahl klar gesagt, was nicht geht. Aber es muss ja formal gar keinen Regierungsbildungsauftrag des Bundespräsidenten geben, sondern es geht jetzt darum, Mehrheiten zu finden. Also die Frage anders gestellt, mit wem soll denn die ÖVP eine Mehrheit finden? Mit Rot oder mit Blau? Ich bin sehr dafür, dass wir unsere demokratischen Usancen einhalten und wie gesagt, es sind jetzt andere am Zug und ich setze und warte auch auf diese Entscheidungen. Entschuldigung, eine Frage noch bei den Usancen. Der Nationalratspräsident, da haben die Grünen schon gesagt, es soll kein Automatismus oder muss kein Automatismus sein, dass es der Erste wird, weil sie offenbar keinen freiheitlichen als ersten Nationalratspräsidenten haben wollen. Sie? Auch darüber werden wir heute beraten. Können Sie sich vorstellen, dass es vielleicht taktisch klug wäre für die ÖVP, sich bis zum Wahltag in der Steiermark, also bis Ende November, gar nicht festzulegen, mit wem man eigentlich regieren möchte, um sozusagen da keinen Einfluss auf die Landtagswahl zu nehmen? Also auch dazu kann ich nur sagen, ich sehe den Ball jetzt eindeutig bei anderen und daher stellt sich jetzt diese Frage für mich gar nicht. Genau, das hat man schon gesagt, Wirtschaft ist wichtig. In welcher Partei gibt es denn aus Ihrer Sicht die beste Alternative mit der ÖVP-Wirtschaft? Also es geht um jeden Partner, der bereit ist, jetzt darin zu investieren, dass wir den Standort Österreich, den Produktions-, den Industrie-, den Arbeitsplatzstandort Österreich sichern, auch in die nächsten Jahre hineinbringen. Die Situation ist herausfordernd genug. Ich bevorzuge eine Zukunftskoalition, eine Koalition, die wirklich einen großen Schritt nach vorne macht, die Reformen in dem Land vorantreibt. Das braucht das Land. Ich glaube, das Wahlergebnis hat gezeigt, dass viele Menschen sich unwohl fühlen mit dem, wie es in Österreich zurzeit zugeht. Ein Weiterwursteln, ein Weitermachen wie bisher ist, glaube ich, keine gute Option. Die Betriebe brauchen Entlastungen, die Menschen brauchen wieder Freiraum, wieder Luft zum Atmen, weg mit diesen vielen Bürokratien, die es gibt. Und ich glaube, das ist entscheidend, da Partnerinnen oder Partner zu finden, die das ehrlich und ernst meinen und einen Schritt mit der Volkspartei gemeinsam nach vorne gehen wollen. Kann mir der Richtige, der diese Koalition antritt, könnte es mir sehen? Auf alle Fälle, der Kanzler soll auch Kanzler bleiben und er genießt, bin ich ganz, ganz sicher, das uneingeschränkte Vertrauen des gesamten Vorstands. Danke.